Guten Morgen! Heute zeige ich euch die einfachste und die preiswerteste Möglichkeit, sich vegan und vollwertig zu ernähren. Und zwar rede ich hier nicht von Containern, von Foodsharing oder sonst was, sondern wirklich von etwas Gekauften, ne? Was ja für die meisten wichtig ist. Also, es gibt exakt ein Gemüse, was für einen so derart unverschämt geringen Preis so derart unverschämt vollwertig ist. Und was zudem noch regional ist, was viele gar nicht so auf den Zettel haben, wenn es um Vollwertigkeit geht. Weil die sagen, ja okay, das gibt's halt so, das ist billig. Und ich stelle euch einfach mal vor, ihr habt eine Tüte Chips, die nicht mal 2 Euro kostet. Die Tüte Chips. Und ihr könnt ihr die ganzen Tage mit rumtragen. Und in dieser Tüte Chips ist alles drin, was ihr für den Tag braucht. Ausnahme, ihr müsst frühs noch 1 bis 3 Paranüsse essen und ein Teelöffel Leinsamen. Also die Omega-3-Fettsäuren und Selen. Also das mal außen vor. Aber ansonsten ist alles drin, was ihr braucht. Die Tüte kostet 2 Euro. Ihr könnt sozusagen den ganzen Monat für 50, 60 Euro von leben. Und ja, und es sind halt Chips, die ziemlich geil sind. Wäre das nicht der komplette Wahnsinn? Wäre das nicht unfassbar, dass es sowas geben würde? Wäre das nicht die Revolution dieser Erde? Und dazu kommt echt, die Chips sind mega, mega lecker. Und die schmecken von der Konsistenz her, und wir haben die Konsistenz, wer das mag, von so Beef Jerky. Also nicht so knusprig und pufft irgendwie alles weg, sondern du kannst dran kauen und dann hast du auch was zu kauen, gut für die Zähne und so. Also richtig geile Chips. Ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen über die Nährstoffe und ihr könnt den ganzen Tag auch dann dazu noch essen, was ihr wollt, wenn ihr noch mehr Energie braucht oder so, weil diese Chips, die haben ungefähr 1000 bis 1300 Kalorien in der Menge, ne? Und ja, vollwertig, richtig, richtig vollwertig. Und auch nicht ungesund, also nicht nur vollwertig, sondern da ist auch keine Scheiße drin. Im Gegenteil, da sind noch Sachen drin, sekundäre Pflanzenstoffe, die euch, ja, die euch noch helfen, wo man da gar nicht weiß, warum sie helfen. So. Also ist keine Illusion, diese Chips gibt es wirklich. Und es sind Möhrenchips, Möhrenchips. Unglaublich, oder? Möhrenchips. 250 Gramm Möhrenchips sind wie 2,5 Kilo Möhren. Einfach das Wasser raus. Ansonsten immer noch das gleiche. Ihr könnt natürlich das Wasser wieder hinzufügen, indem ihr dann dazu Wasser trinkt. Solltet ihr sowieso, wenn ihr den ganzen Tag nur trockene Chips esst, dann solltet ihr auch ausreichend Wasser trinken. Und es ist tatsächlich so, diese 250 Gramm Möhrenchips decken euren Tagesbedarf, bis auf Selen und Omega-3-Fettsäuren. Wie gesagt, das sind halt 1 bis 3 Paranüsse und ein Löffel Leinsamen, den ihr am Anfang des Tages euch reinpfeift oder am Ende des Tages. Decken die Nährstoffe komplett und teilweise sind die 1000-fach erhöht. Also ihr habt richtig viele Nährstoffe, ihr müsst euch überhaupt keine Gedanken machen. Und selbst Proteine, also alle Aminosäuren, werden durch die Möhren komplett gedeckt. Das ist unfassbar, oder? Das ist echt, also für mich war es total unfassbar. Und warum ist das auch so billig? Also Christian, du hast gesagt, irgendwie um die 2 Euro oder unter 2 Euro. Warum ist das so billig? Tiernahrung. Tiernahrung, das ist es. Und da gibt es noch billiger. Ich habe einfach mal die ich persönlich getestet habe, euch unten verlinkt. Da kostet das Kilo, kostet 8,90 Euro. Das Kilo Möhrenchips. Das ist wie 10 Kilo frische Möhren. Und entsprechend pro Tag sind das 1,76 oder 1,78 für 200 Gramm. Und die habe ich selber getestet, deswegen habe ich sie verlinkt. Aber es gibt garantiert noch billigere. Es gibt garantiert auch noch billigere Möhrenchips. Du müsstest bloß mal im Internet gucken. Aber Möhrenchips als Tierfutter kaufen. Und ich habe mir selber jetzt nochmal 20 Kilo von den Möhrenchips geordert, weil ich genau weiß, nach dem Video wird es einen absoluten Run geben. Also ich habe das bei den Süßlupiden gehabt, war das so, bei dieser Caramel Cream. Ich kann euch die beiden Videos mal verlinken. Wenn man so bewusst über eine Lebensmittel geworden ist, was man gar nicht so oft da, ja, in seinem Portfolio quasi hat, dann will man das natürlich ausprobieren. Und ja, deswegen ja, bestellt am besten gleich unten. Sonst, aber ihr könnt es ja noch woanders bestellen. Ich denke mal, es wird nicht ganz Deutschland, werden jetzt nicht die Möhrenchips ausverkauft werden aufgrund dieses Videos. Aber vielleicht doch, weil sie sind ja einfach so genial. Sie sind ja einfach so genial, so vollwertig. Ne? Gebt einfach mal bei
Chronometer zum Beispiel 2500 Gramm Möhren ein als normal. Also wie gesagt, 250 Gramm Möhrenchips sind also dasselbe wie 2500 Möhren. Und da ist natürlich die Frage, ob dieses schonend getrocknet, damit alle Vitamine erhalten bleiben. Das ist ja der Slogan dann auch beim Tierfutter. Weil das ist ja das Bizarre. Beim Tierfutter, da schreiben wir nicht Rohkostqualität hin, weil die Menschen dieses Wort Rohkostqualität wollen, sondern da geht es um Effekt. Die Tierhalter, die Züchter, die wollen, dass alle Vitamine erhalten sind. Ne? Die wollen keine Farbe, die wollen kein Blabla, die wollen, dass die Vitamine erhalten sind. Und entsprechend muss der Hersteller dafür sorgen und Rechnung tragen, dass die Vitamine auch wirklich erhalten sind. Und es gibt Züchter, die tun das auch nachprüfen. Ne? Also von daher, das ist ja bei Tierfutter so, da geht es um Funktionalität, da geht es um Echtheit und nicht um Marketing. Ja, wie bei Menschenfutter. Deswegen lieber Tierfutter kaufen als Menschenfutter. Entsprechend, ja, kann man natürlich nicht sicher sein, ob das ja tatsächlich wirklich so schon gegart ist, wie das draufsteht. Man kann es natürlich auch selber zubereiten. Ja? Man kann natürlich auch einfach 10 Kilo Möhren kaufen und das im Dörrgerät selber machen. Je nach Stromverbrauch oder so weiter. Ich werde das auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Wie auch die Konsistenz wird, kann man das selber in Rohkostqualität zubereiten. Und da ist man vielleicht sogar noch billiger. Und das ist echt die Möhre ist ein regionales Superfood, weil sie uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Nur die Möhre. Und ich kenne jemanden, der bei mir hier auch schon mal war und den ich auch bei den Podlogs kennengelernt habe. Ganz, ganz lieber Kerl, ist der Özgün. Und da hatte ich auch mal ein Video mit ihm gemacht bei meiner Deutschlandwanderung. Und der ernährt sich teilweise nur von Möhren. Der geht immer zu Demeter, holt sich mit, der ernährt sich nur von Möhren. Und das sieht immer total gut aus, fit und wirklich auch super Gemüt, einfach nur wow. So, und das war so auch so ein bisschen die Initialzündung, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Schau mal nach, was fehlt dem denn? Dem fehlt nichts. Selbst Selen ist enthalten, aber nicht so viel. Deswegen würde ich empfehlen, halt 1-3 Paranüsse zu essen. Und Omega-3-Fettsäuren sind auch nicht enthalten. Aber wer weiß, ob es das wirklich braucht. Also, meiner Meinung nach sieht er ziemlich gut aus. Macht einen guten Eindruck. Also, Möhren. Hail Möhren! Also es ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn, was die Möhren uns bieten. Und man muss eben nur genug von essen. Und Chips sorgt ja dafür, dass man da sehr viel von essen kann. Und 250 Gramm, ey, das ist nicht viel. Das ist eine Tüte kleine Möhrenchips, die könnt ihr euch mit euch rumtragen. Und da seid ihr voll versorgt für den ganzen Tag. Da könnt ihr sonst essen, was ihr wollt. Ihr habt alle eure Nährstoffe intus. Absolute Inspiration für mich gewesen. Absoluter Eye-Opener, wo ich das eingehackt habe in Chronometer. Und von daher, ja, das möchte ich mit euch teilen. Und teilt das Wissen, teilt das den Menschen da draußen. Einfach nur Möhren essen und dann kann man rohköstlich, vollwertig, wunderbar leben. Ich liebe euch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Christian. Ciao.